Heute schauen wir uns also im Video den brandneuen Nike Phantom GX an, hier aus dem ersten offiziellen Pack von Nike. Die Rede ist vom Nike Blast Pack und dieses Colorway sieht ultra krass aus. Ein komplett neuer Nike Fußballschuh, der den Nike Phantom GT ablöst. Was dieser Fußballschuh drauf hat, was ihr wissen müsst, vor allem vorm Kauf, das checken wir jetzt. Falls ihr euch die Schuhe sichern wollt, die sind natürlich wie immer unten verlinkt. Nike Phantom GX, ihr habt es gehört, ein neuer Fußballschuh. Für treue Abonnenten aber nicht, ihr kennt ihn schon in dieser Variante, in der High-Cut-Variante mit dem Ghost Lacing. Wir wollen heute natürlich nochmal diese Fußballschuhe vergleichen, sagen, wo liegt der Unterschied, welcher Fußballschuh ist und was müsst ihr unbedingt wissen. Bevor wir jetzt aber reinstarten, für all die das Review verpasst haben oder zu faul waren, das anzuschauen, fassen wir jetzt nochmal die Technik und die wichtigsten Fakten vom Nike Phantom GX im Kurzreview zusammen. Der Nike Phantom GX ist also der Nachfolger des Phantom GT, wobei man sagen muss, eigentlich handelt es sich bei diesem Fußballschuh um ein komplett neues Modell. Zum einen bringt Nike das neue Gripknit-Obermaterial auf den Markt. Wie der Name schon sagt, setzt es natürlich den Fokus auf das Thema Grip. Es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Wachsschicht, leicht klebrig und hilft einfach so die Ballverarbeitung auch bei nassen Verhältnissen optimal zu gestalten. Das Obermaterial super soft, sehr, sehr geiler Touch, vor allem für die Spieler, die auf Tempo-Dribbling setzen, finden hier mit das perfekte Obermaterial. Ansonsten die Sohlenkonstrukte komplett überarbeitet. Wir haben drei verschiedene Stollenarten und hier liegt der Fokus vor allem auf die Beschleunigung der ersten drei Schritte. Laut Nike wird hier die maximale Unterstützung freigeschalten und das Ganze soll auch helfen beim Richtungswechseln. Dann haben wir beim High-Cut-Schuh und beim Low-Cut-Schuh in abgespeckten Formen das sogenannte Ghost Lacing. Sprich, Nike legt hier ganz viel Wert auf eine freie Schussfläche und das kommt dem Schuh definitiv zugute, ohne dass der Lockdown einen Nachteil hätte. Insgesamt also ein sehr spannender Fußballschuh, der dieses Jahr auf jeden Fall im Fokus ist und von einigen der krassesten Spieler wie Kevin De Bruyne, Kai Havertz, Phil Foden oder Harry Kane getragen wird. Bevor wir jetzt dann gleich zum Vergleichsteil kommen und auch zu meinem Fazit, was ich zum Schuh sage und welcher besser ist von den neuen Nike Phantom GX Modellen, wollen wir uns natürlich erstmal die Passform anschauen, denn das war so gewissermaßen die große Schwäche beim Nike Phantom GT, dem Vorgänger. Denn da gab es regelmäßig mit der Ferse krasse Probleme. Bei uns waren es von drei Testern zwei, die ultra die Blasen hatten. Bei mir war es auch immer wieder, dass es Probleme gab. Das heißt, hier ist natürlich der Fokus schon mal drauf gelegt. Ist das jetzt endlich abgelöst und wie fällt dieser Fußballschuh allgemein aus? Wir haben hier auch ähnlich wie bei der High-Cut-Variante dieses Lacing unter dem neuen Gripknit-Obermaterial, wie sich das anfühlt und auch wie die Passform ist, das schauen wir uns natürlich wie immer an und zwar On-Feed. Dann schauen wir uns hier mal den Nike Phantom GX On-Feed an, was schon mal auffällt im Vorderfußbereich, man kann es erkennen. Der ist schon sehr breit geschnitten, also gute Nachricht für alle mit breiten Füßen. Man findet hier genügend Platz. Ich mit meinen mittleren Füßen muss sagen, habe jetzt hier keine Probleme gehabt. Klar, man hat hier vor allem auf der Außenseite, man kann es erkennen, oder wenn man den Schuh knickt, für meinen Fuß vielleicht ein bisschen zu viel Platz, hat mich jetzt aber überhaupt nicht gestört. Also ich fühle mich hier sehr sicher und wohl im Schuh, kann man eigentlich nichts sagen. Und natürlich die wichtigste Nachricht, die Ferse. Super weich, super soft, also keinen Druckstellen wie beim Phantom GT damals. Das war so das Wichtigste. Passformtechnisch kann man sagen, mittlere und breite Füße finden hier auf jeden Fall einen guten Sitz. Mit schmalen Füßen, Kripsocken oder natürlich das Ganze erstmal ausprobieren, weil da schon echt viel Platz vor, wenn das Obermaterial sehr weich wird, verliert man sonst hier so gewissermaßen Halt. Wir haben hier auch so eine Art Ghost Lacing Variante. Das heißt, hier drunter geht die Schnürung weiter. Also ich kann mal zeigen, da geht es nochmal bis zum Nike-Swoosh, bis hier vorher schon noch eine Schnürung runtergebracht. Ist jetzt nicht so verdeckt wie beim anderen Schuh, aber dadurch die Low-Cut-Variante. Wir kommen gleich nochmal zu diesem Teil hier zu sprechen. Man sieht es vielleicht so ein bisschen hier schon, was ich hier meinen könnte. Aber ich muss sagen, komforttechnisch und auch was die Passform angeht, bin ich mit diesem Fußballschuh ultra zufrieden. Bevor wir jetzt dann gleich zum Vergleich kommen, würde ich sagen, wir schauen uns diesen Fußballschuh natürlich nochmal im Unboxing an, weil die Optik aus dem neuen Nike Blast Pack, dem ersten Main Pack 2023, hat meinen Geschmack getroffen. Deshalb schauen wir uns den Schuh natürlich jetzt nochmal im Detail an. Schauen wir uns also hier mal den Nike Phantom GX im Detail an. Zum einen hier das Gripknit-Obermaterial hat hier ein sehr cooles Muster. Wenn man drüber fährt,
Man hört es auch, das Ganze so ein bisschen wie eine Wachsschicht und auch sehr, sehr weich und sehr, sehr soft. Das heißt, hier hat Nike ein sehr, sehr cooles Feature auf den Markt gebracht. Man kann auch erkennen, das startet hier hinten an der Ferse, steht hier auch mal Nike Cripknit und läuft hier über den kompletten Vorderfußbereich. Auch die komplette Innenseite ist eigentlich an den Stellen, wo man es braucht, damit eingehüllt. Hier auch nochmal Nike Phantom GX, auch die Innenseite mit diesem sehr, sehr coolen Muster, macht diesen Fußballschuh sehr, sehr clean. Was hier auffällt, was wir auch schon bei der High-Cut-Variante haben, da war es komplett verdeckt, die Schnürung. Hier ist es zum Teil, ich weiß nicht, ob man es ein bisschen auf der Kamera sieht, die Schnürung geht noch weiter vor. Das heißt, wir haben hier Platz zwischendrin. Kann ich auch tatsächlich meinen Finger reinmachen, dass man sieht. Da ist auf jeden Fall so ein kleiner Hohlraum. Es ist kein negatives Feature, dass man ein schlechteres Ballgefühl hat. Ganz im Gegenteil, das ist sehr, sehr gut. Ferse haben wir hier Phantom GX-Logo am Start. Auch hier mit dieser Riffelung wie vom Obermaterial. Sohle an sich nicht so ganz so cool wie beim Lounge-Modell, kein Chromeinsatz, aber auch hier dieses neue Feature mit drei verschiedenen Stollenarten. Wir haben hier rund, nach vorne zeigende und auch diese X-Form. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel von allem, kommen wir gleich im Fazit dazu. Aber auf jeden Fall trotzdem solide Sohle und auch ein optisch extrem ansprechender Fußballschuh. Von mir gibt es 9,5 von 10 Punkten. Ich feiere dieses Colorway komplett. Bin sehr gespannt, was ich da von euch hören werde zum neuen Nike Phantom GX. Kommen wir versprochen jetzt zum Fazit und zum Vergleich zwischen der Low-Cut-Variante und der High-Cut-Variante. Ich habe jetzt beide testen können und ich muss schon mal so vorweg sagen, ich bin ein Riesenfan von diesem Fußballschuh. Für mich einer der besten Fußballschuhe 2023. Da kommt auch noch ein extra Video dazu. Ich bin eigentlich immer ein Low-Cut-Fan gewesen, was Schuhe angeht. Spiele den Vapor lieber als den Superfly. Hier muss ich sagen, fühle ich mich in beiden extrem wohl. Wir haben natürlich hier das Ghost Lacing, sieht ein bisschen cool aus. Aber Low-Cut-Variante sieht ein bisschen sportlicher aus. Also es ist immer ein Für und Gegen. Ihr könnt gerne Feedback da lassen, welche Variante ihr wählt. Es gibt einen minimalen Unterschied, vor allem bei den YouTube-Legen habe ich es gehört, dass die Low-Cut-Variante hier in dem Fersenbereich ein bisschen mehr Platz hat. Das sieht man auch, wenn man einen Schuh anhat, dass hier so ein minimaler Hohlraum ist. Hätte ich mir jetzt aber deutlich schlimmer vorgestellt. Mich hat das eigentlich gar nicht gestört. Ich bin komplett sicher im Schuh gewesen. Aber es fällt natürlich ein bisschen auf, dass man hier so minimal gesehen ein bisschen zu viel Platz hat. Genauso im Vorderfußbereich ist er wirklich sehr breit geschnitten. Aber mit meinen mittleren Füßen, wie gesagt, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Was so ein bisschen Problem ist, ist übertrieben. Aber die Sohle, ich kann euch mal kurz zeigen. Wenn man den Schuh zusammenklappt, seht ihr, da ist eigentlich keinerlei Unterstützung. Also es ist so ein bisschen zu flexibel, kann man eigentlich sagen. War jetzt für mich kein Nachteil, vor allem über die längere Zeit habe ich mich jetzt nicht unwohl gefühlt, aber so ein bisschen mehr Unterstützung hätte man sich hier vielleicht wünschen können, vor allem weil Nike sagt, die ersten drei Schritte. Von der Performance auf jeden Fall kein Nachteil. Ich bin sehr zufrieden mit dem Phantom GX, bin sehr gespannt auf euer Feedback unten in den Kommentaren. Das war es auch schon wieder zum Nike Phantom GX Review. Falls ihr den anderen Schuh im High-Cut-Variante nochmal sehen wollt, checkt das separate Video aus. Außerdem, falls ihr euch das Blast Pack sichern wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Den Link findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Bin sehr gespannt auf euer Feedback zu diesem Nike Colorway. Mein Geschmack hat es auf jeden Fall getroffen. Bin sehr gespannt auf euer Feedback. Außerdem würde mich freuen, wenn ihr den Kanal supportet, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann bleibt ihr auf dem aktuellen Stand. Ich würde sagen, genug gelabert. Wir sehen uns im nächsten Review. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.